Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom American Truck Simulator. Wir sind unterwegs in Richtung Tusken, Walbert. Wir müssen Möbel abliefern mit, das waren die falschen Taste, einem extra langen Zug. Wer, hoppala, die zwei Folgen vorher nicht gesehen hat und sich jetzt wundert, wie ich zu diesem langen Zug komme, ist ganz einfach. Ich habe für den American Truck Simulator die Beta 1.28 aktiviert. Bei dem konnte ich es relativ problemlos machen, weil ich habe hier im American Truck Simulator keine Mods, die sich daran stören könnten. Und mit dieser Beta 1.28, das kann man sich auf Steam in den Eigenschaften vom Spiel einstellen, dass man da dran teilnehmen will, gibt es diese Long, also diese Very Long LKWs. Gibt es auch für den Euro Truck Simulator. Die sehen dann auch sogar ein bisschen anders aus, aber da habe ich das Problem, dass ich beim Euro Truck Simulator ja die Pro-Mods aktiv habe und ich weiß nicht, wie sich das miteinander verträgt. Ich möchte es ehrlich gesagt auch nicht zwingend ausprobieren, weil ich weiß nicht, ob ich so einfach dann zu der normalen Version wieder zurückkomme. Deswegen machen wir es ganz einfach im American Truck Simulator. Da geht's ohne Probleme. Und ja, wir machen unsere erste Fahrt mit eben diesem langen LKW. Hatten in der letzten Folge schon das große Vergnügen, ein bisschen zurücksetzen zu müssen. Was nur mit Glück nicht in einem völligen Chaos geendet hat. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass man gar nicht erst in Versuchung kommt, irgendwo rückwärts einparken zu müssen. Oder, also ich vermute mal, dass da, wo wir die Ware dann abliefern, als Option nur die einparken lassen oder vorwärts einparken Möglichkeit haben. Ich denke mal nicht, dass wir da rückwärts einparken können. Und ja, was ich mich auch schon gefragt habe, ist, wie ist denn das eigentlich in der Realität? Muss man mit diesen Dingern tatsächlich rückwärts irgendwo einparken können oder gehen die davon aus, dass man einfach überall nur vorwärts hinkommt? Diese Gigaliner gibt es ja auch in Deutschland. Zwar nur auf ausgewählten Strecken. Und bei da natürlich dann immer noch wieder die Frage ist, was passiert, wenn sie die mal aus irgendeinem Grunde verlassen müssten, wegen Vollsperrung oder so. Oder muss man sich dann in den Stau stellen und steht halt in der Vollsperrung, weil man die anderen Orte, also keine Ausweichrouten nehmen darf. Das wäre ja schon interessant zu wissen. Vielleicht weiß das jemand. Kannst du mir dann gerne mal in die Kommentare schreiben. Ob man da tatsächlich so festgelegt ist. Weil wenn ich mir vorstelle, mit so einem Gigaliner müsste man dann teilweise durch die kleinen Kreisverkehre oder über irgendwelche schmalen Dorfstraßen, das kann ja eigentlich nicht wirklich funktionieren. Hier in den USA ist zwar alles ein bisschen größer und breiter und länger und deswegen weiß ich gar nicht, ob da irgendwas, ob es da auch so Beschränkungen für die Gigaliner hier gibt oder ob die tatsächlich überall fahren dürfen. So nach dem Motto, wer festhängt, hat Pech. Es wäre noch so eine Frage, die sich mir stellt. Wir fahren gemütlich. Oh, da müssen wir abbiegen. Dann tun wir das doch.
Dann machen wir mal den Tempomat raus. Schade. Auf den großen Highways ist das immer ganz angenehm zu fahren mit diesen extra langen oder extra breiten oder was auch immer für Trucks. Ah ja, geht aber ganz gut mit der Kurve. Hier so auf dem Land weiß man dann nie, was auf einen zukommt. City Limit, Los Angeles. Ich hoffe, wir kommen nicht auf irgendwelche super engen Straßen. Das wäre natürlich eine richtige Herausforderung. Da hatte ich ja in der vorletzten Folge, genau, erzählt, dass da einer der Zuschauer mal die Frage gestellt hatte, wie das denn so im Spiel ist bei den, also wenn man selber spielt, halt bei den eher weiten Strecken oder weiten langweiligen Strecken, wie er sich da ausdrückte. Sind dann natürlich schon immer wieder so ein bisschen Höhepunkte, ja, oder ein bisschen Adrenalinschübe, wenn man dann halt tatsächlich mal solche Strecken erwischt, die halt ein bisschen abweichend von der Norm sind oder halt mal, wo man dann nicht weiß, was auf einen zukommt. Bei den Highways ist das ja immer noch relativ einfach und gerade wenn man dann halt so ultra lange oder halt Schwertransport oder so hat, kann es dann natürlich auch schon mal haarig werden. Und natürlich auch ganz allgemein abhängig von den eigenen Fahrkünsten. Aber sonst, ja, wie gesagt, ist das Spiel einfach zur Entspannung gedacht. Oder für mich ist es Entspannung. Wenn man hier gemütlich durch die Lande zuckelt, man kann ja dann, wenn man nicht gerade wie ich hier auf YouTube, für YouTube Aufnahmen macht, gemütliches Radio anmachen. Es gibt ja Radio hier im Spiel mit Online-Sendern, sofern die Internetleitung das natürlich ergibt. Und oder man spielt halt einfach, man kann auch seine eigenen MP3s natürlich da einspielen. Von daher kann man sich dann auch mit musikalischer Untermalung der Fahrt widmen und einfach genießen. Ich habe natürlich hier bei der Aufnahme andere Beschäftigungen nebenher. Ich muss mir irgendwas ausdenken, über das man was erzählen kann oder reden kann oder halt irgendwie euch ja natürlich unterhalten ein bisschen. Hier wollen wir nicht hin. Wir möchten geradeaus. Das ist ja dann auch immer noch ein bisschen, ja, Ablenkung vom Spiel eigentlich sogar schon ein bisschen, weil wenn dann volle Konzentration oder so mal gefordert ist, dann ist man je nachdem schon auch mal ein bisschen abgelenkt. Wobei ich kann eigentlich auf der mittleren Spur einfach bleiben, ne? Ist ja freie Spurwahl hier in Amerika. Deswegen bleiben wir doch einfach hier und pendeln nicht die ganze Zeit zwischen Mitte und rechts. Wir müssen eh geradeaus. Hier sind wir auch schon mal lang gefahren. Man sieht es an dem gelben Ausfahrten. Ist nicht das erste Mal, dass wir diese Strecke hier fahren. Aber wirklich dran erinnern kann ich mich nicht. Dafür ist die Landschaft doch ein bisschen zu gleichförmig. Und ja, meine Ortskenntnisse sind dann auch meistens nicht so berauschend. Ich meine, wenn ich irgendwo mal hingefahren bin, finde ich meistens eigentlich auch nach Jahren wieder dorthin. Wobei ich sagen muss, es hat sich auch deutlich
verschlechtert, seitdem ich mit Navi unterwegs bin. Weil man einfach, wenn man mit dem Navi fährt, man guckt einfach gar nicht mehr so genau auf die einzelnen Punkte, wo man fährt. Weil man verlässt sich einfach drauf. Irgendwann sagt es halt mal, biegen Sie rechts ab, biegen Sie links ab. Fahren Sie geradeaus. Aber man merkt sich die Punkte gar nicht mehr so genau. Vorher, wenn man mit Karte unterwegs war, hat man sich ja einmal schon den Weg vorher genau auf der Karte angeschaut. Je nachdem noch Notizen gemacht, wo man abbiegen muss. Und sich vor allen Dingen dann halt auch viel mehr konzentriert, wo man denn tatsächlich lang fährt. Das hat, merke ich an mir selber, also wirklich deutlich abgenommen mit dem Navi. Wenn ich jetzt mal eine Strecke mit Navi gefahren wäre, also mich hat das Navi hinleiten lassen, muss ich sagen, tue ich mich teilweise dann schon schwer, wenn ich es mal ohne Navi versuchen müsste, da wieder hinzufinden. Das war damals besser, ja, also wie gesagt, das Orientierungsvermögen in der Hinsicht war besser, weil man sich einfach halt, man hat die Umgebung ganz anders betrachtet oder die Strecke, die man fährt und vor allen Dingen halt die typischen Punkte, wo man dann abbiegt oder eben nicht abbiegt. Ist dann halt, wenn man es nicht mehr braucht, dann verkümmert diese Fähigkeit natürlich irgendwo auch ein bisschen. Aber ich habe das Navi halt einfach auch selbst auf den mir bekannten längeren Strecken einfach schon deswegen an, um halt Staumeldungen zu und um mögliche Umfahrungshinweise zu kriegen. Das hat mich erst auf meiner letzten Fahrt vor einem größeren Stau bewahrt. Kurz vor der Ausfahrt oder kurz vor einer Ausfahrt auf der Autobahn kam ein Hinweis, Achtung Stau, Umfahrung, Umleitungsstrecke möglich, ob ich umleiten will, ja oder nein. Ich habe dann in dem Moment dann auch schon gesehen, dass weiter vorne Warnblinker angehen, also dass da der Stau tatsächlich kommt, habe dann sofort ja gesagt und dann hat es mich auch 50 oder 100 Meter weiter direkt aus der Ausfahrt rausgelotst. Und wo ich aus der Ausfahrt rausfahre, sehe ich schon, wie die Leute da stehen. Also wie die Autos stehen. Und kurz danach kam dann auch im Verkehrsfunk schon die Nachricht, Vollsperrung genau an der Stelle. Wegen LKW-Unfall. Also das war wirklich perfektes Timing. Sonst wäre ich da nämlich in der Vollsperrung gestanden. Und so konnte ich dann gerade auf der nächsten Auffahrt wieder drauf. Hat mich das Navi hier hingeleitet. Und die Autobahn war frei. Einfach frei, weil von hinten kam nichts, war ja Vollsperrung. Das hat dann also schon, hat man schon gemerkt, dass der Verkehr drastisch weniger wurde. Auch auf den Kilometern danach, dann halt, bis ich dann ganz runtergefahren bin von der Autobahn. Weil es waren ja nur noch die auf der Autobahn, die halt quasi hinter dem Stau dann aufgefahren sind. Und die Umleitungsstrecke war mit Sicherheit bei Zeiten auch sehr gestaut. Weil da gab es zwei, drei Stellen, wo man dann Vorfahrt achten musste und an nicht ganz wenig befahrenen Straßen. Und da staut sich natürlich dann sofort zurück. Wenn dann mal Verkehr ansteigt, weil halt alles von der Autobahn runtergeleitet wird. So, wir können mal schauen. 8 Stunden haben wir noch. Okay, das werden wir definitiv nicht in dieser Folge schaffen. Dann wird es noch eine weitere geben, wo wir hier die Strecke fahren. Oder auf der Strecke fahren. Oder bis wir halt abliefern. Wie lang ist denn die Strecke überhaupt noch? 312 Meilen, 466 schaffen wir noch mit der Tankfüllung, das passt. Da können wir also weiter rollen lassen.
und einfach die Fahrt genießen. Und es wird auch schon wieder dunkel. Sehe ich so, fällt mir gerade so auf. Ja, wir sind ja bei Tag losgefahren, aber sind halt auch schon einige Stündchen jetzt wieder unterwegs. Und ich merke, dass das Frühstück jetzt auch schon einige Stündchen wieder her ist. Ich werde mir dann jetzt nach der Folge erstmal was zu essen machen. Also erst noch das Rennen dann anstoßen und dann was zu essen machen. Und in der Zeit, wo das dann rendert, gemütlich das Mittagessen genießen. Muss mal schauen, was es gibt. Wahrscheinlich Tortellini mit Käse-Sahnesoße. Fertig gekauft allerdings, muss ich zugeben. Wobei, könnt ihr es auch mal wieder selber machen. Selber schmeckt es halt meistens doch nochmal besser, wenn man es selbst kocht. Und die sind ja nun auch wirklich nicht so schwer. Könnte ich mal wieder machen. Muss ich mir mal für nächstes Wochenende notieren oder so. Weil ich muss ja dann erst das Material einkaufen. Das mache ich heute mit Sicherheit nicht mehr. Ich war nämlich schon einkaufen und der nächste Ort oder der nächste Laden ist halt gut 20 Minuten weg. Also bis ich dann hingefahren bin, eingekauft habe, zurückgefahren bin, ist man schon mal locker eine Stunde unterwegs oder so. Und das muss ja nicht sein. So, ich denke mal, der nächste Parkplatz, den werde ich dann einfach mal anfahren, wenn dann mal irgendwann einer kommt. Da bei Ehrenberg ist irgendein Symbol, das könnte was sein, wo man parken kann. Weil ich möchte ungern mitten auf der Strecke hier anhalten und ein paar Minuten haben wir ja auch noch. Aber wie gesagt, einparken, also abliefern, werden wir in der Zeit nicht mehr schaffen. Das gibt nochmal eine Folge. Ist aber ja auch nicht weiter schlimm. Muss mal schauen, ob ich die heute noch aufnehme, ob ich noch ein bisschen Zeit habe nach dem Essen. Oder wie das allgemein ausschaut. Samstag spät Nachmittag oder abends gucke ich dann noch ganz gerne mal anderen beim Streamen zu. Muss ich mal schauen, ob heute Abend jemand streamt oder nicht. Und wenn ja, wer natürlich. Ob ich da dann Lust drauf habe. Wenn nicht, kann es natürlich auch gut sein, dass ich einfach nochmal eine Folge wieder aufnehme. Und die Ablieferung mache. Schauen wir mal. Mittagsschläfchen könnte nachher auch nicht schaden. Werde nämlich gerade so ein bisschen müde. Obwohl ich heute Morgen doch einigermaßen ausgeschlafen habe. Oder eigentlich ausgeschlafen habe sogar. Ich hatte mal überlegt, ob ich heute zur Arbeit gehe. 3-4 Stündchen. Okay, wir müssen zur Wiegestation. Da können wir da noch. Das ist eine Wiegestation, das Symbol, okay. Da können wir da noch unsere Rast machen. Ja, wie gesagt, hatte überlegt, ob ich zur Arbeit gehe heute Morgen. Noch 3-4 Stündchen, habe es dann aber verworfen. Gestern Abend, weil ich war so K.O. und wollte heute einfach nur ausschlafen. So. So, Durchführung der Überprüfung. 33 Tonnen, vielen Dank für Ihre Kooperation. So, und wir werden dann hier an dieser Stelle einen Cut machen. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir unsere Fahrt fortsetzen und dann hoffentlich auch unser Ziel erreichen. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.